Yo, willkommen zurück zu Let's Play Freedom Planet. Ja, der Ende ist nah. Ich kann euch gerne nochmal zeigen. Oder auch nicht. Ja, ich habe den Schwierigkeitsgrad mal geändert. Ja, und ich habe wieder 7 Leben. Nicht so wie im vergangenen Part, wo ich ein Leben hatte. Ich nutze mal Karas spezielle Fähigkeit. No! Daneben, du Horst! Oh yeah! Hier muss ich aufpassen. Was auf die Kristalle. Nein, ja, jetzt geht's wieder los. Stress. Hier muss ich mir ein bisschen Zeit lassen. Nein, jetzt noch nicht. Das wird mir zu gefährlich. Ja, ich weiß. Ich habe ja den Casual Mode aktiviert. Wie ihr ja seht.
Weil das ist aber nur, weil das der finale Part ist jetzt. Okay. Auf zum Endboss! Zum finalen Endboss. Brevin, du Ratte! Ich mach dich alle! I have no use for forgiveness, especially from someone who puts my homeworld at risk for an oversized battery. I offer you one final chance. Leave. Now. No! You're dead! So be it. Den kennen wir ja, ich habe auch nur mit Absicht, damit ich nicht schneiden muss. Shit, was auf den Energieverlust. Ich will Brevin vernichten! Da ist er ja, der Blödmann. Den ich mal in den Hintern treten werde. Yeah! Jetzt spastet er ab. Komm bloß nicht runter, du Horst. Brevin, du Spast. Mit dem Normalschwierigkeitsgrad hätte ich ein bisschen zu knabbern gehabt. Das ist jetzt nur der Casual, aber nur. In the face! I'd like to see you try. Final Battle! Die Musik ist geil. Wie immer. Episch. Epischer Final Boss.
Selbst im Casual Mode fordernd. Bomben! Geschafft! Na gut. Das war nur, weil ich den Casual Mode anhatte. Call of the Wildcat! Ah, ein neues Achievement freigeschaltet. Okay, let's go. Kennen wir alles? Got to properly thank you all for helping me. Okay, Leute. Da ist die Carol Story zu Ende gegangen. Ja. Und wie gesagt, ich sage im Voraus, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und einen netten Kommentar. Und ich an einen neuen Zuschauer würde mich auch auf euer Abo freuen und sag jetzt auf Wiederschauen, reingehauen und genießt die Credits mit der geilen Musik. Von den Entwicklerteam von Galaxy Trail Games. Vor allen Dingen den Frontmann Steffen Dituro! Okay, ich lasse euch mit den Credits alleine.
Jo, ja, das war's denn. Und ja. Das Spiel ist noch nicht zu Ende, aber ich sag noch mal ein weiteres Mal auch an den Entwicklern. An den Entwicklerteam. Besten Dank für dieses geile Spiel. Vor allem an Steffen Diduro, aka Spaceman Strife. Okay. Von mir hast du schon mal, ich sag's jetzt mal im positiven Sinne, mehr als 500.000 Daumen hoch verdient für dieses Game. Wenn du mal planst, eine Fortsetzung zu machen, ich würde es auf jeden Fall kaufen auf Steam. Falls du Freedom Planet 2 planen solltest. Für Steam Greenlight. Also? Das war's dann. Okay, continue. Kurz mal die Gallery. Meine Achievements, ja. Als nächstes ist der Classic Mode mit Miller dran. Okay. Kleiner Ausblick. Wird nur ein Classic Mode sein. Weil es, die geht leider nur im Classic Mode. Weil die ja nicht story-relevant ist. Okay, Leute. Dann sehen wir uns im nächsten Part in den Classic Mode mit Miller the Hound wieder. Okay. Und ich sag nochmal, ich bin euer MRC Let's Play. Und wenn euch dieser Part mal wieder gefallen hat, dieser finale Carol Part, ihr sagt, Daumen hoch, netten Kommentar wäre nicht schlecht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Miller Classic Mode in Freedom Planet. Also, bis dann, reingehauen und tschüss. Ihr seid die geilsten Abonnenten der Welt. Also, nochmal, reingehauen.